damals habe ich ein halbes Jahr die Kamera gehabt und jetzt nach 12 Jahren mache ich immer noch nicht viel bessere Fotos. Der Punkt, wo du Enlargements, Rauschreduzierung, Auswahl, also dieses Handwerkszeug, was halt vor dem Kreativen kommt. Ne? Ja. Also die Kreativität kommt ja eigentlich danach, nachdem du dieses Fokus-Ding und den ganzen Kram gemacht hast. Und dann, das dauert ja viel Zeit. Und wenn die Zeit verkürzt wird, hast du dann mehr Zeit für die kreative Bearbeitung. Super, mega interessierend, wie man das macht, wenn man quasi einen normalen Job hat, auf so eine Weltreise zu gehen. Ihr wart ein halbes Jahr unterwegs, oder? Okay. An der Weltreise bin ich zurückgekommen an einem Samstag und am Montag bin ich auf Arbeit. Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast im Fokus. Wir sind mal wieder in Bayern. Ihr könnt es euch, glaube ich, denken. Aber heute mal wieder im Bayerischen Wald. Wir haben ja sehr interessante Bedingungen. Und wir haben vor allem einen sehr interessanten Gast bei uns, nämlich Michael Breitung. Ja, hallo und danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Wir freuen uns, dass du mit am Start bist. Das war ja... Okay, gute Bedingungen. Alles klar. Das bleibt drin. Okay, wir freuen uns, dass du da bist und dass wir es endlich mal geschafft haben. Wir haben, glaube ich, das letzte Mal uns vor 4 Jahren gesehen. Genau, auf der Ausstellung. Und wir haben uns nur über YouTube gesehen. Genau. Wir wollten es immer hinkriegen, uns mal zu treffen. Jetzt klappt es endlich. Ja, den letzten Wintertag wahrscheinlich. Genau, ja. Für dieses Jahr. Schauen wir. Ab morgen soll es Plusgrade werden. Vor allem unten, wir sind jetzt hier schon relativ weit oben. Wir sind auf 1300 Meter ungefähr, würde ich jetzt mal sagen. Unten hat es schon Plus-Temperaturen gehabt. Wir sind jetzt hier ganz knapp unter Null. Also wirklich letzter Tag. Bedingungen, wie gesagt, ja, sehr neblig. Wir müssen mal gucken, was wir hinbekommen. Ich würde aber sagen, dass wir als erstes fotografieren gehen, weil ich glaube, es wird nicht besser. Besser wird es nicht. Nee. Also auf den Sonnenuntergang, glaube ich, brauchen wir nicht hoffen. Deswegen gehen wir erstmal fotografieren und dann setzen wir uns irgendwo in ein ruhiges Eckchen, wo wir da ein bisschen quatschen können. Genau, so machen wir das. Okay, los geht's. Der Plan. Bis gleich.
Normalfall bist du ja eher so der krasse Weitwinkeltyp. Also was heißt krasser Weitwinkeltyp? Aber du bist schon jemand, der so normalerweise sehr dominante Vordergründe mit Führungslinien und so hat. Ne? Genau. Ist heute ein bisschen tatsächlich schwierig. Das stimmt. Wie gehst du jetzt heute an so eine Situation ran, wo wir auch nicht so eine klare Lichtrichtung vorgegeben haben? Ja. Das sind einfach ein bisschen toughere Bedingungen, um ein schönes Bild zu kriegen. Ne? Aber du hast ja trotzdem was gefunden. Ja, ich denke, ich habe was gefunden. Also man muss erstmal viel rumlaufen, also scouten. Wir haben natürlich heute nicht ganz so viel Zeit, aber ich laufe erstmal rum und schaue mir die Gegend an und will halt auch rausfinden, was man kann. Mhm. Hier hatte ich zum Beispiel hier diese kahlen Bäume oder diese kargen Bäume. Die wollte ich irgendwie im Bild haben, als ich die gesehen habe, weil die auch so ein bisschen im Nebel verschwinden. Mhm. Und wenn ich dann weiß, okay, das Motiv, dann suche ich nach einem Vordergrund. Was hier schwierig ist, weil es einfach nur weiß. Also es sind manchmal, schauen so ein paar kleine Bäumchen raus, aber so, ne? Ist schwierig. Also wenn ich eine Ecke gefunden habe, die interessant ist, dann nehme ich die Kamera und laufe dann erstmal nur mit der Kamera rum. Ja. Verschiedene Perspektiven und irgendwann geht es dann aufs Stativ und dann sieht man schon hier, das gibt dann verschiedene, das ist dann die Feinarbeit, geht dann 10 cm rüber, 10 cm vor und irgendwann habe ich dann hoffentlich den Bilderschnitt. Ich bin nicht hundertprozentig sicher heute, aber ja, ist eigentlich das Gleiche. Immer erstmal rumschauen, erstmal das Motiv finden oder was ist. Was ist für den Ort toll so? Was passt. Und dann. Du hast dich ja hier jetzt auch tatsächlich ganz klassisch gegen diese Felsen entschieden. Ja, die sind das andere Markante, ja. Aber da war es irgendwie schwierig für mich, dieses Motiv irgendwie. Ja, irgendwie eine Perspektive auch zu finden. Ne? Die Felsen an sich sind schön. Wenn man zu weit weg geht durch den Nebel, sieht man sie kaum. Wenn man ganz nah rangeht, dann hat man nur noch den Felsen. Da kann man natürlich die Strukturen machen. Ich glaube, du hast es gemacht. Ja. Hast, ne? Aber ja, ich dachte, hier, wir haben die Bäume, da ist auch so schön Schnee drauf. Muss man nutzen, ne? Das war dann natürlich auch geil. Schöner natürlicher Rahmen. Was machst du jetzt? Jetzt ist es ja relativ windig, hört man wahrscheinlich auch im Audio. Was machst du? Also gehst du da mit der Verschlusszeit so hoch, pumpst du deine ISO ein bisschen höher, damit die Bäume komplett scharf sind? Oder? Ist ja noch relativ hell. Ich bin jetzt, gut, jetzt gehe ich dann zur Not einmal auf ISO 400 und schaue, dass ich verschiedene Verschlusszeiten probiere. Also ich versuche auch den 100er, weil das eine 45stel ist wahrscheinlich zu lang. Und dann gehe ich halt auf 200, auf 400. Ich habe ja Zeit, also ich weiß dann irgendwie, das ist mein Foto und dann gehe ich auf Nummer sicher und mache eher mehr Fotos und nehme am Ende das Optimale. Mhm. Also wenn das 100er scharf ist, dann nehme ich natürlich das. Klar. Aber 400er geht auch. 800er wird auch gehen mit der Kamera. Okay. Also mittlerweile muss ich da nicht mehr so drauf achten. Ja. Vorher war 800 das absolute Maximum und am meisten eigentlich gar nicht. Ja, früher habe ich es dann so gemacht, als die Kameras noch nicht so gut waren, da habe ich dann immer ein Foto auf 100 gemacht und alle Bildausschnitte, die funktioniert haben, davon genutzt und dann das zweite Foto dann einfach nur noch so schnell mit dem Pinsel reinretuschiert, dass man Hauptsache nicht so viel Rauschen sieht. Bei Bäumen immer, die Blätter dann, die sich bewegt haben, dann so 800, aber das dann zusammen zu frickeln. Das war bei meinen Patagonien-Fotos tatsächlich auch echt schwer. Mit dem, der Wind war so krass, da hat selbst dann eine, also da musstest du dann auf eine 500stel oder so mindestens gehen, damit das irgendwie scharf war. Und wenn du dann zum Sonnenaufgang oder Untergang fotografiert hast, dann war es schnell bei ISO 2000, ISO 3200. So. Ja. Okay, also das heißt, du bist da also völlig flexibel. Es gibt ja viele Leute, die so bei ISO 100 sind, die so eingehakt und drüber geht's nicht. Und, aber also bei der 5TSR 400 hat schon ein bisschen angefangen. Ich drucke ja auch gerne groß, also ich sehe die Bilder. 800 war dann wirklich, wie du gesagt hast, dann Ausschnitte, die sich bewegen, aber den Rest möglichst bei ISO 100. Und ich habe sogar mal Milchstraße mit der 5DSR fotografiert, da habe ich dann 40 Fotos gesteckt. Boah. Dann war das aber auch sauber. Das ist dieses berühmte Bild mit den Dünen in der Atacama-Wüste, oder? Nee, das war in der Sahara in Marokko. Ach, das ist Sahara? Ja. Okay, irgendwie hatte ich das als Atacama. Das war sehr cool. Das war mein allererstes Milchstraßenfoto. Da hat dein Rechner wahrscheinlich auch gut gearbeitet dann, oder? Bei 40 Bildern? Ja, also ich habe diese Software, wie heißt die? Ich weiß gar nicht, wie die heißt, Sastecker oder irgendwas, ging einigermaßen, also 10 Minuten. Ich habe ja einen alten Rechner, der braucht dann was länger. Aber ist egal, also ich war dann echt froh. Ich wusste auch gar nicht, ob das was wird. Das war wirklich das erste Mal, das Ganze probieren, auch den ganzen Workflow. Dann auch gleich ein Tutorial gemacht danach, dann haben wir alles ausprobiert. Ja. Und seitdem habe ich noch ein zweites Milchstraßenfoto gemacht, das war's. Aber das war dann mit der 9 und das war viel einfacher. Mhm. Also da kannst du im ISO dann ein bisschen höher gehen. Ja. Ja, dann auch 2,8er hatte ich dann jetzt. Ja, cool. Schon cool, aber sehr cool. Bin nicht so der Nachtfotograf.
Ja, da muss man für geboren sein, habe ich das Gefühl. Ich bin, ja. Wird man da, wäre ich auch nicht so warm damit. Aber. Nee, also in Marokko war es cool. Da war nämlich die Milchstraße morgens um 5, 6 Uhr. Also dann konnte man fast ausschlafen. Ja, spannend. Sonst muss man ja im Sommer mitten in der Nacht. Ja. Ja, cool. Okay. Das heißt, du machst jetzt hier noch schnell dein Bild fertig. Genau. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal uns ein bisschen weiter, ein bisschen weiter runter, dass wir es ein bisschen windstiller haben und dann quatschen wir weiter, oder? Genau. Aus dem Wind raus. Und cool. Top. Okay. Leute, es ist mal wieder relativ kalt, aber wir sind. Also, es, ja. Wir sind immerhin, haben wir uns jetzt hier ein halbwegs windstilles Örtchen gesucht, wo wir jetzt hier noch ein bisschen quatschen können. Ja, neblig ist es immer noch. Kalt ist es immer noch, aber ich freue mich auf ein schönes Gespräch. Danke, Micha, nochmal, dass du hier mit dabei bist. Und ja, vielleicht kannst du dich am Anfang mal, das ist immer so unsere Einstiegsfrage, auch immer sehr kreativ, aber vielleicht kannst du mal ganz kurz für die Leute, die dich vielleicht noch nicht kennen, mal kurz so einen kleinen Abriss geben, wer du eigentlich bist, was du so machst und ja, vielleicht wo du herkommst. Kann das ich Ganze mal so also Standardfrage, die W-Frage. Ja, wie hat es angefangen? Wer, wie, was, wann, warum? Okay, also meinen Namen hatten wir ja schon. Ja. Gut, fangen wir an. Vor 12 Jahren sind es jetzt, habe ich angefangen mit der Fotografie. Und das kam eigentlich tatsächlich über die Bildbearbeitung. Also ich habe Photoshop schon, weiß nicht, seit 2006 verwendet und immer mal wieder irgendwelche Composings und so einen Kram gemacht. Mhm. Habe aber nie eigene Bilder gehabt und irgendwann ging es von der Arbeit dann öfters mal in die USA. Und da kam es dann für mich so eins zum anderen. Okay, ich möchte das auch selber festhalten, Fotos machen. Und habe mir dann 2009 habe ich meine erste Spiegelreflex gekauft. Oder war es sogar Ende 2008. Und im März 2009 ging es an den Grand Canyon und das war dann wirklich so der Start. Also ich hatte vorher zu anfangen. Ich habe vorher nur diese ganzen Bücher und Podcasts gehört und gelesen. Ja, was macht man? Man steht früh auf, ne? Man muss scouten und mindestens eine Stunde vor Sonnenaufgang da. Und das habe ich dann dort das erste Mal so richtig gemacht. Also es war wirklich eine reine Fototour und es war auch noch sogar ein bisschen winterlich. Also ich habe dann auch richtig geiles Licht gehabt, so Sturm und wirklich Fotos gemacht, die ich tatsächlich heute noch gut finde. Also geil. Was ich nicht gedacht hätte, weil damals habe ich ein halbes Jahr die Kamera gehabt. Mhm. Und jetzt nach 12 Jahren mache ich immer noch nicht viel bessere Fotos. Ja, das war echt so der Start. Und seitdem habe ich dann immer versucht, immer wenn ich Möglichkeit habe zu reisen, war die Kamera dabei. Und die Reisen wurden dann immer stärker Richtung Fotografie geplant. Mhm. Also ich habe dann halt natürlich geschaut, okay, wo kann man fotografieren? Ja. Was gibt's da für Motive? Ja. Und ja, zu Beginn ist man natürlich auch zu den typischen Fotospots gegangen. Logisch, wer macht das nicht? Also irgendwann kam das Weitwinkel dazu. Ja. Das braucht man ja auch als Fotograf. Und ist immer noch mein liebstes Objektiv tatsächlich. Also auch wenn das viele dann sagen, ist ja langweilig, irgendwann musst du ja mal was Kreatives machen. Mir macht es halt Spaß. Ich mag die weiten Landschaften. Und bin aber in den letzten Jahren auch ein bisschen davon weg, so diese ganz typischen Motive. Also ich suche jetzt immer auch nach Ländern, die vielleicht auf der fotografischen Landkarte noch nicht ganz so bekannt sind. Zum Beispiel, das war jetzt vorletztes Jahr, war ich in Kolumbien und das war halt wirklich so ein bisschen Neuland. Also die Orte, die wir da besucht haben, da habe ich wirklich keine Fotos gefunden. Mhm. Das war halt geil. Also das finde ich super, wenn ich die Möglichkeit habe, da wirklich unvoreingenommen dort halt zu scouten, zu schauen, was gibt's da zu fotografieren. Wie geht man dann an sowas ran? Also wenn ich jetzt auf eine Fotoreise gehe, verlasse ich mich ja meistens irgendwie auf Google Maps und gucke auch, was ist da so verteckt zum Beispiel. Wenn es jetzt da vorher noch gar keinen Eindruck davon gibt, weil noch niemand da war. Ja. Wie geht man dann an sowas ran? Also denkt man sich dann, okay, das schaut topografisch interessant aus, da fahre ich jetzt mal hin und gucke? Oder? Ja gut, das eine war die Küste im Westen von Kolumbien. Da gab es wirklich kaum Fotos, aber da fliegst du dann halt mit Google Earth rum und siehst, okay, da gibt es Seastacks, die kann man tatsächlich erkennen. Und dann schaue ich halt nach den lokalen, also richtige Hotels gab es nicht, aber so Lodges und die haben teilweise so Fotos. Aber das sind halt so Schnappschüsse, aber trotzdem verraten dir schon ein bisschen, wenn ein Schnappschuss schon gut ausschaut, ja, dann denkst du ja, okay, da ist Potenzial. Da siehst du dann halt Seastacks, Dschungel, dunkler Sand, ne. Aber es ist natürlich ein großes Fragezeichen. Ist das dann wirklich so fotogen, dass du dann da richtige Kompositionen findest und alles? Aber das macht es auch spannend. Also das war wirklich, wir waren dann 4 Tage dort. Man muss dann auch wirklich mehrere Tage einplanen. Ja, also, definitiv. Und ich habe dann
ich würde sagen, in 4 Tagen ein Foto gemacht, das ich richtig gut finde und ein paar Fotos, die ganz okay sind, aber... Also bist du auch jemand, der auch so perfektionistisch ist und sagt, ja, ich habe eigentlich so auf so einer Reise so 1, 2 richtig coole Bilder, die so ins Portfolio passen und der Rest ist so, ja, ist schön, dass man sie hat, aber... Ja. Ist das also bei dir auch so? Die Schwelle ist schon deutlich höher mittlerweile. Also wenn ich wirklich, wie gesagt, von den 4 Tagen, als ich das eine Foto hatte, wusste ich auch, das ist es. Dann war, dann war ich relaxed. Ja, das war dann auch schon, ich wusste mit dem einen Foto, es ist okay. Ja. Und auch danach kamen noch 2 Wochen Kolumbien, wo wir in anderen Gegenden waren. Aber trotzdem mit diesem einen Foto war ich schon irgendwie erstmal entspannter. Das war nicht immer so. Also früher war es wirklich, wo ich versucht habe, jeden Tag muss ein Foto her. Mhm. Wenn das nicht klappt, wenn mal der Sonnenuntergang scheiße war, dann hat man schon mit sich gehadert. Und dann wird es auch irgendwann frustig, oder? Genau, das war am Anfang, aber da bin ich mittlerweile Gott sei Dank weg. Ja, ja, und gut. Und jetzt bin ich froh, wenn ich 1 Foto, 2 Fotos habe. Das ist halt auch der Vorteil, ist nicht der Hauptberuf. Ne? Ja, klar. Dann kann man sich das leisten. Ja. Ne? Aber also, du könntest ja solche Neuland-Expeditionen, nenne ich es jetzt mal, auch nicht machen, wenn du da nicht entspannt wärst. Weil da ist das Risiko ja in, also noch viel höher als bei einem normalen Tag, dass es nichts wird. Ne? Genau, du weißt halt nicht. Was kommt da auf dich zu? Auch, oh gut, Wetter kann man sowieso nicht planen, aber da weißt du selbst nicht, okay, ist da überhaupt irgendwas motivmäßig da, was am Ende für ein Foto taugt? Also fotogenes, nicht nur schön. Also, ich meine, schön sind die Orte immer. Also wenn man da rumläuft, dann ist echt super, auch der Dschungel und alles. Sobald man dann die Kamera auspackt, merkt man, okay, wie packe ich das jetzt? Wie kommt das jetzt auf ein Foto? Ne? Ja, 2D plötzlich nur noch, ne? Ja, genau. Das ist dann schwieriger. Wenn du sagst, du hast vor 12 Jahren ungefähr angefangen, wie alt warst du damals? hintenrum die Frage, wie alt ist er jetzt? Aber ich wollte es nicht direkt stellen. Ja, ich hab relativ spät angefangen, also ich war schon 28. Mhm. Das heißt... Kann man jetzt jeder selber für sich ausrechnen, dann, wie alt dann Michael schon ist? Ein Nachteil, ja. Aber es war damals auch so die Zeit, wo es einfach auch einfach... Ein Spiegelreflex war erschwinglich, ne? Das Digitalfotografieren war im Kommen und das hat halt, die Schwelle in die Fotografie war deutlich geringer. Ich glaube, viele Fotografen haben in der Zeit angefangen, so 2008, 2009, weil es war nicht mehr ganz so teuer, die ganzen Kameras. Und das war von Anfang an Landschaftsfotografie bei dir? Wenn du sagst, das war so die erste Reise und oder hast du dich auch mal an anderen Genres ausprobiert? Ich hatte auch mal ein Makroobjektiv. Ja. Das war aber, ja, hat nicht ganz so viel Spaß gemacht. Also es war mal so eine Phase, wo ich wirklich dann auch in den Wiesen rumgekrochen bin. Und dann nach Käfern und so, oder wie? Ja, oder irgendwelchen Blumen und dann. Aber irgendwie die Weite der Landschaft und auch das Wandern, und das hat mich irgendwie mehr so in seinen Bann gezogen. Ich habe auch mal versucht, so Tröpfchenfotografie, also so im Studio irgendwelche komischen Experimente. Ach so, wo man dann so reinploppen lässt. Irgendwas hin. Oder Öl irgendwie, das schaut dann ganz interessant aus. Ja. Habe ich auch mal versucht, aber ja, ich fand die Fotos immer cool, wenn ich sie von anderen gesehen habe, wenn ich selber gemacht habe. Das wird mir dann auch viel zu technisch. Du musstest dann irgendwie, wenn du richtig gute Fotos machen wolltest, dann brauchst du da diesen Timer und musst das so programmieren. Dann wird das alles so auch verkopft irgendwie. Nicht mehr so intuitiv, ne? Ja, das ist dann... Also wenn du die beste Technik hast, hast du dann da das beste Foto am Ende. Also so war irgendwie so der Eindruck, ne? Wenn du den besten Tropfen hast, das ist dann nicht mehr, das ist kein Zufall mehr, das ist alles ganz genau getimt. Deshalb war das dann auch nichts. Und ja, Landschaftsfotografie war dann halt auch durchs Reisen von der Arbeit ziemlich cool. Das konnte man dann verbinden, wenn ich irgendwie auf eine Messe musste in die USA, bin ich entweder vorher schon hingereist und dann 5 Tage noch irgendwie oder am Ende dran gehängt. Da müsstest du jetzt fast nochmal für die Zuschauerinnen erklären, was genau du eigentlich machst. Was ich mache, ja. Also wenn du sagst, du reist viel. Genau. Also mittlerweile reise ich nicht mehr ganz so viel. Wahrscheinlich. Also, ja, ich bin eigentlich bin ich Softwareentwickler und damals war ich am Fraunhofer-Institut in Erlangen. Und da gab es relativ oft die Möglichkeit, auf eine Messe zu fahren, weil wir unsere neuen Produkte da vorstellen wollten. Und ja. Die Messen, die waren dann oft in Las Vegas, das war mal in New York und das war natürlich super. Genial. Ja. Also da hat es sich angeboten, mal schnell zum Grand Canyon zu fahren. Ja. Und ja, mittlerweile reise ich nicht mehr viel. Ich mache immer noch Softwareentwicklung, mittlerweile für Autos. Also nicht die Schummelsoftware, sondern, sondern so HMI in der Mitte. Hat ja jetzt jedes Auto ein Touchscreen und
da muss ja auch Software laufen. Und ja, cool. Genau. Also das mache ich hauptberuflich. Die Fotografie ist eher so ein Nebenberuf. Hast du mal darüber nachgedacht, zu sagen, ich hätte eigentlich schon Lust, eher ins komplett Kreative zu gehen und die Fotografie hauptberuflich zu machen? Oder ist das, ja, ist das so ein Sicherheitsgefühl, was man haben möchte, gerade in der jetzigen Zeit? Sicherheitsgefühl ist ein ganz guter Punkt. Ja, also für mich ist es so, mir macht das Programmieren tatsächlich auch Spaß. Ja. Ich mache das sogar, ich habe sogar einen zweiten YouTube-Kanal mittlerweile, wo ich programmiere. Ah, okay. Also das heißt, es ist auch so ein bisschen Hobby. Wenn ich programmieren kann, ist das ganz gut. Und die Sicherheit von dem Beruf ist natürlich nicht zu verachten. Ne? Ja, ja, ich habe mal drüber nachgedacht, was wäre nötig? Also wie viel mehr müsste ich jetzt mit der Fotografie verdienen, um einigermaßen über die Runden zu kommen? Mhm. Und also für mich wäre dann ein bisschen so der Spaß bei mir auf der Strecke geblieben, weil ich habe das vorher schon gemerkt, manchmal auf Reisen früher, man hat auch, selbst wenn man nicht davon leben muss, manchmal als Landschaftsfotograf so ein bisschen den Druck, ne? Mhm. Wenn ein paar Tage das Licht nicht da ist, dann denkt man, ah, jetzt muss doch mal was passieren, wenn ich dann noch überlegen muss, okay, jetzt brauche ich aber die Fotos auch noch, um sie zu verkaufen. Ja. An der Stelle habe ich so gemerkt, ist für mich vielleicht nicht so der richtige Weg. Bei dir so, dass du viel oder häufig mit deiner Freundin auch unterwegs bist, ne? Das heißt, im schlimmsten Fall hast du einfach nur noch einen schönen Urlaub mit deiner Freundin zusammen gehabt, oder? Also, genau, ja. Aber wie läuft es? Also, stell's mir schon, fotografiert sie auch? Sie macht auch Fotos. Okay. Sie ist aber nicht so, dass sie jetzt mit dem Stativ neben mir steht. Die Formulierung gerade sogar. Fotografiert sie auch? Sie macht auch Fotos. Also, naja, eigentlich so. Nein, also Knipsen. Wenn wir vom Fotografieren reden, heißt es ja immer, okay, das Stativ wird aufgebaut und alles. Also bei ihr ist es mehr als Knipsen. Ja. Aber nicht mit Stativ. Ja, genau. Okay. Okay. Manchmal macht sie tatsächlich auch bessere Fotos, weil sie halt ohne Stativ, während ich auf den einen Moment dort warte und da ist das Licht cool, kann sie natürlich Fotos machen. Ich warte aber immer noch drauf, dass das Licht da gut wird. Dabei mein Motiv passiert manchmal nicht. Passiert dann, manchmal nicht, ja. Und dann hat sie die besseren Fotos am Ende. Ja, aber okay, damit komme ich klar. Okay, das heißt, es ist jetzt nicht so, dass du von ihrer Seite auch noch Druck hast, so nach dem Motto, jetzt mach mal hinne, weil wir wollen hier noch irgendwie einen schönen Urlaub haben. Und also sie ist sehr tolerant und man muss trotzdem die Balance finden. Also ich merke das schon manchmal beim Sonnenuntergang, du kennst das, wenn die Sonne untergegangen ist, ne, ist ja eigentlich rum. Eigentlich. Also von ihrer Seite. Ja. Aber ich möchte dann doch gern manchmal vielleicht doch eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde noch warten, vielleicht glüht ja der Himmel nochmal. Mhm. Und ja, manchmal geht sie dann schon zum Auto, aber dann ist man auch nicht mehr ganz so entspannt und möchte jetzt auch nicht. Wir sind im Urlaub, klar. Ja, abends noch Quality was essen Time gehen. Und so, ja. Mhm. Also das ist schon manchmal so, dass ich dann vielleicht die Kamera 5 Minuten vorher einpacke und dann auf dem Weg zum Auto glüht der Himmel noch mehr. Okay, ja. Aber gut. Du hast ja dann hoffentlich dein Foto schon. Ja, außerdem gibt es die Sonnenaufgänge. Ja, okay, da gehst du dann meistens alleine? Oder? Ja, da gehe ich dann alleine. Mhm. Das heißt, sie schläft dann auch meistens noch, wenn ich zurückkomme, das passt dann. Okay, dann gut geschlafen. Also ich schleiche mich dann raus zum Fotografieren und komme dann rechtzeitig zurück. Okay. Wie sieht denn das generell bei dir aus? Wir haben jetzt viel über Reisen gesprochen. Mhm. Wie oft bist du im Jahr denn generell überhaupt unterwegs und fotografierst du auch in Deutschland? Ja, also ich habe 30 Tage Urlaub im Jahr. Die verbringe ich im Ausland, wenn es geht, also momentan nicht. Ja. Und da wird halt, also es sind die 30 Tage Reisen, wo ich außerhalb Deutschlands fotografiere. Aber ich versuche natürlich auch im Sommer zum Beispiel gern mal in die Alpen zu fahren zum Wandern. Da mache ich dann eher am Wochenende dann wahrscheinlich. Das ist immer Wochenende. Und das ist halt auch das Problem. Man kann nicht so aufs Wetter reagieren. Ja. Also ich kann manchmal sagen, okay, ich möchte am Montag noch schnell einen Urlaubstag. Das geht manchmal. Aber da bin ich nicht ganz so flexibel. Und das ist manchmal ein bisschen schade. Es gibt manchmal so einen Rhythmus, habe ich das Gefühl, wenn der Sommer irgendwie anfängt. Es gibt manchmal so, das Wochenende ist immer schlechtes Wetter. Dann ist das jedes Mal, habe ich so das Gefühl. Ja? Letzten Sommer war es eigentlich ganz, ganz okay. Da hatte ich ein-, zweimal ganz gutes Licht. Mhm. Aber ja, muss man halt, ist immer ein Kompromiss. Ne? Ja. Es ist aber auch, glaube ich, echt schwierig, so geht es mir öfter, dass wenn du jetzt auch mit so Superlativen fotografisch sozialisiert wurdest wie dem Grand Canyon, tut man sich, finde ich, dann in Deutschland schon auch manchmal schwer, irgendwie sich zu begeistern, oder? Ja, wobei ich dieses Jahr tatsächlich habe ich es geschafft, weil ich die Waldfotografie ein bisschen für mich entdeckt habe. Man muss ja Alternativen finden. Und irgendwann findet man dann auch mal einen guten Wald, ne? Weil das ist ja das Schwierige. Ja. Ich meine, Deutschland hat viel Wald noch, aber viel Photogenwald haben wir nicht. Man muss dann halt den richtigen Buchenwald finden. Wenn man den dann mal hat, ich bin dieses Jahr wirklich fast
jedes Wochenende, wenn ich Zeit hatte im Herbst und auch im Winter, bin ich dann da hingefahren und habe dann auch tatsächlich dafür auch mich begeistern können, weil wenn man dann wirklich auch mal das Licht und Nebel hat, dann läuft das dann auch, ist ne? Das echt super. Ja. Da braucht man auch nicht diese weite Landschaft und dann genau. Findet man auch wirklich vor der Haustür fast, okay, 200 Kilometer, aber es wird man sagen, ist vor der Haustür. Kann man noch erfahren. Coole Motive, ja. Ja. Mhm. Ja, das stimmt. Jetzt hast du ja auch angefangen, beziehungsweise angefangen ist jetzt vielleicht das falsche Wort, weil es gibt den Kanal ja schon eine ganze Weile, aber du hast ja auch einen YouTube-Kanal und wo du quasi auch deine Zuschauer mitnimmst zu den Orten, wo du fotografierst und erklärst, was du dort machst. Wie läuft es da? Also da machst du das Ganze ja auf Englisch. Genau. Wir hatten ja vorhin schon drüber gesprochen, da war die Kamera nicht an, deswegen frage ich jetzt nochmal. wie bist du darauf gekommen, es auf Englisch zu machen? Und gibt es auch deinerseits irgendwann Bestrebungen, vielleicht mal deutsche Videos zu machen? Ja, also das Englisch, die Entscheidung war damals ursprünglich auch über die Tutorials, die habe ich sogar vorher noch gemacht. Gab es öfters mal Anfragen von Leuten, die wollten einfach mal wissen, wie ich Bilder bearbeite. Oder das waren oft halt auch Leute aus englischsprachigem Raum. Und außerdem habe ich mir gedacht, einen größeren Viewer schafft, also mehr Leute, die du erreichen kannst. Ja, ja. Und dann war die Entscheidung einfach, ich mache auf Englisch. Und mittlerweile ist auch der Großteil der Viewer aus USA, England, Australien. Ich habe auch ein paar aus Deutschland. Jetzt die Frage, na gut, wenn ich es auf Deutsch gemacht hätte, wäre das wahrscheinlich anders. Ja, das kann man nicht wissen. Man weiß, kann man nicht wissen. Ne? Hätte ich Zeit, würde ich zumindest mal ein paar Tutorials auch auf Deutsch machen, weil ab und zu gibt es mal eine Anfrage. Aber man muss halt immer auch gegenrechnen, weil so viele verkaufe ich auch nicht. Mhm. Und dann ist es schwierig. Also ist genug Aufwand, der eine Kanal in Englisch. Ja. Ne? Ja. Aber ihr könnt gerne mal ersten Link oder zweiten Link, müssen wir mal gucken, in der Videobeschreibung auf jeden Fall mal unten gucken, da verlinken wir auf jeden Fall deinen YouTube-Kanal. Dann könnt ihr da auch mal vorbeischauen. Also wenn ihr des Englischen mächtig seid, ja. Selbst wenn ich die Eindrücke... Das deutsche Englische ist eh ein bisschen leichter zu verstehen. Ja. Okay. Wie ist es eigentlich bei dir? Ganz früh habe ich auch mal so ein, zwei Videos mal auf Englisch gemacht. Die sind tatsächlich sogar noch online auf meinem Kanal. Also wenn man sucht, dann findet man die sogar noch. Ja. Auch ganz schlechtes Englisch. Aber ich habe festgestellt, dass Leute, die aus Deutschland kommen, tatsächlich an meinem Englisch mehr kritisiert haben, als die Leute, die eigentlich englischsprachig sind. Also die Amerikaner, die Engländer und so, die haben eigentlich immer alle gesagt, ja, selbst wenn ich drüben bin, ja, das ist doch okay, man versteht dich ja doch. So. Ja, genau, und die Deutschen, die sagen dann, du sprichst so scheiße Englisch und lass das bloß bleiben und so. Und da denke ich mir dann immer so, sagen die das jetzt vielleicht nur, weil sie wollen, dass ich halt Deutsch spreche, weil sie das einfacher verstehen können, weil es halt ihre Muttersprache ist, oder woher kommt das eigentlich? Aber das ist genau diese Angst. Ja. Das haben nämlich voll viele Leute, trauen sich nicht Englisch oder Französisch auch zu sprechen, weil sie Angst haben, sie sagen es falsch. Aber weil sie halt in Deutschland dafür kritisiert werden, während in dem Land, wo du das sprichst, da sind die ja dankbar, okay, wenn du auf die mit Muttersprache zugehst. Genau. So. Ja. Also, ja. Aber bei mir war es ähnlich. Also die Leute, die kritisiert haben, das waren meistens nicht die Muttersprachler. Ja. Weil die finden es eigentlich ganz cool, dass ich es in deren Sprache mache. Mhm. Und für mich ist es auch gute Übung. Also ich muss auf Arbeit auch viel Englisch reden und auch auf Reisen. Ich finde es einfach, ich denke, vielleicht ist es ein bisschen besser geworden. Also wenn ich jetzt vor 2 Jahren die Videos anschaue, bis jetzt wahrscheinlich ist Englisch auch ein bisschen flüssiger geworden. Aber manchmal ist es natürlich so ein Wort, Als wenn ich deine Videos gucke, dann finde ich, dass du sehr gutes Englisch sprichst und dass das sehr flüssig rüberkommt alles. Also ich habe jetzt nicht, klar, ab und ist zu gibt's dann mal Take oder so. Ja, mein Gott, aber ist ja auch völlig okay. Also bei so einem Video, da hat man ja auch die kreative Freiheit, da muss ja nicht immer alles beim ersten Mal sitzen. Ne? Also ich mache auch öfter mal. Also gerade bei den Videos, die ich mache, wenn ich jetzt im Büro was aufnehme, dann nehme ich eigentlich fast jeden Versprecher raus. Ja. Da bin ich auch sehr perfektionistisch. Und manche Leute sagen auch, naja, lass es doch einfach drin, es kommt besser. Ich meine, jetzt hier zum Beispiel in dem Podcast lassen wir es eigentlich auch drin. Wenn wir jetzt hier quatschen, dann schneiden wir ja da dran nicht, sondern da kommt es so, wie es ist. Und das finden die Leute ja meistens auch gut. Meistens, genau. Ne? Aber ist interessant. Und wenn du jetzt quasi Englisch sprichst auf deinem YouTube-Kanal, hast du dann auch viele Kollegen im Ausland, mit denen du dich dann mal austauscht? Oder ist das weniger? Eigentlich weniger. Also über YouTube, wenn in meinem Kanal, wenn da jemand kommentiert, antworte ich immer. Manchmal auch gibt es per E-Mail Anfragen, wo ich mit denen dann kommuniziere. Aber ansonsten eher weniger. Also ich habe jetzt nicht so den großen Fotokreis da im Ausland, mit dem ich
Da bist du dann, bist du dann eher alleine unterwegs, also mit deiner Freundin dann zusammen, oder gehst du auch manchmal mit anderen Fotografen los? Also ich habe in Deutschland ein paar Fotografen, mit denen wir haben uns ja schon eine Weile nicht mehr getroffen, aber wir haben uns damals die German Landscapers genannt bei Flickr. Also wir haben uns über Flickr damals kennengelernt, haben da auch eine Gruppe gemacht und wir waren ein paar Mal unterwegs. Ja. Und das war ziemlich cool. Also wir in der Sächsischen Schweiz, dann waren wir in den Alpen und da haben wir uns anfangs relativ zweimal im Jahr, würde ich sagen, getroffen zum Fotografieren. Und das war eigentlich ganz cool. Also wenn es sich anbietet, mit anderen Fotografen zu fotografieren, das macht super Spaß, weil man sieht auch, wie die arbeiten. Man kriegt ganz neue Eindrücke und ist einfach lustiger auch. Ne? Ja, aber man sieht es ja auch hier so. Ne? Also das ist, es ist schon was anderes. Also ich habe ja zu Felix auch schon öfter gesagt, jetzt durch diesen Podcast so insgesamt, Man lernt viele neue Leute kennen, es ist immer lustig irgendwie und es ist auch einfach super interessant, wie jeder Einzelne so auch unterschiedliche Arbeitsweisen hat. Ja. Das ist schon sehr spannend. Ich mag das schon echt. Wer war da in dieser Gruppe noch dabei damals? Ich weiß nicht, Dennis Fischer? Also es sind nicht so die typischen, obwohl er ist bei Instagram, hat schon viele, also Andreas Wonisch und dann noch Holger, also ich weiß nicht, ob du die kennst, das sind nicht so die typischen Instagram, Social Media Leute. Ich dachte, es wäre vielleicht tatsächlich so ein bisschen dieser Dunstkreis, der sich damals so auf Facebook so um 2013. Okay. Es war tatsächlich noch. Alles klar. Ich glaube sogar 2012. Und damals hat sich eine Flickr-Gruppe noch. Also wir sind noch im Kontakt. Und sind auch noch alle dabei so? Ja, also wir haben, wie gesagt, jetzt schon seit 2 Jahren kein größeres Treffen mehr gemacht. Aber wir wollen mal wieder, am besten nach Corona. Es muss halt auch immer passen, weil alle, das sind alles daneben beruflich noch Fotografen oder halt Hobbyfotografen. Das heißt, es muss dann halt auch passen mit dem Beruf. Ne? Aber ja, also wir werden auf jeden Fall mal wieder eine Tour machen. Cool. Flickr. Ja, sowas das Flickr. Auch so Flickr, gibt es ja wieder. Ne? Ich wollte gerade fragen, ich wollte gerade entweder sagen, möge im Frieden ruhen oder herzlich willkommen zurück. Ja, es gibt's wieder, ne? Ich habe sogar, meine letzten 3 Fotos waren im Explore. Ich weiß nicht, warum. Echt? Geil. Sind denn da noch viele Fotografen eigentlich auf Flickr? Ja. Also ist das noch eine aktive Community? Die ganzen, also ich weiß nicht, wie aktiv die Community ist, aber die Fotografen, die ich da früher so hatte, die posten heute auch noch gelegentlich. Und es sind ja auch viele von diesem, was war es jetzt, Smugmug oder wer hat Flickr gekauft? Smugmug. Ich weiß nicht. Ich glaube, es könnte Smugmug sein, ja. Viele haben ja bei Smugmug die Homepage gehabt und dadurch, ich glaube, selbst Elia Lucardi ist bei Flickr aktiv. Ja, stimmt. Und auch so Aaron Reed, solche Leute, die ich damals schon über Flickr kannte, die posten da jetzt auch immer mal wieder. Aber ich bin noch nicht so aktiv. Also ich poste da manchmal ein Foto und schaue ein bisschen. Ich bin allgemein nicht so aktiv in Social Media, auch bei Instagram. Ich bin sehr faul. Wobei du mal eine Zeit lang schon auch sehr aktiv auf 500 Pics warst, oder? Ja, ganz am Anfang. Da, wo wir uns so ein bisschen gefühlt haben online quasi. Ja, am Anfang war das, da war es auch noch kleiner, ne? Da hat man noch mehr Reichweite gefühlt gehabt. Viel mehr, ne? Und dann irgendwann, als dann alle großen Leute da waren, dann gehst du da unter und dann werden deine Fotos auch, wurden dann nicht mehr gesehen eigentlich. Und 500 Pics war ja dann auch irgendwie, es gibt ziemlich noch, schnell aber, tot, es gibt's noch. Aber ja, aber es ist irgendwie komisch. Es wurde doch auch irgendwie aufgekauft von irgendeinem Chinesen. Ja, genau. Ja. Die haben da so eine halbe Stock-Plattform, glaube ich, rausgemacht. Ja, und das war ein Riesenfehler. Aber es ist schade. Ich finde es traurig, weil ich fand das eine echt gute Zeit auf der Plattform. Und irgendwie da waren auch wirklich sehr qualitativ hochwertige Fotos mit dabei. Ja. Also das war schon eine coole Plattform, gerade am Anfang. Am Anfang hat es gepasst. Irgendwann hast du gesehen, die 99er-Fotos waren nicht mehr unbedingt die hochqualitativen. Ja, genau. Das war jetzt viel Schrott. Ja. Das ist dann immer schade. Das passiert immer. Ja. Naja. So eine kleine Zeitreise gerade. Voll. Witzig. Also das waren auch so tatsächlich in meiner Anfangszeit der Fotografie, wo man dann so auf Flickr und 500 Pics und so weiter. Ich habe auch letztens gesehen, dass ich tatsächlich noch meinen Flickr-Account in meinem YouTube-Kanal verlinkt hatte. Den habe ich jetzt mal rausgenommen. Ich habe ihn noch auf meiner Homepage. Ja, aber ich nutze ihn halt auch gar nicht mehr. Ja. Ne? Und irgendwann ist es dann halt... Aber so generell finde ich sowieso ein bisschen zeitreisemäßig, weil ich folge dir eigentlich, seit ich irgendwie so ein bisschen tiefer in dieses Landschaftsgame eingetaucht bin und war immer tatsächlich ein großer Bewunderer von dem, was du machst, weil du echt einen Stil hast, der so eine gute Mischung ist aus dem deutschen Stil und dem amerikanischen.
würde ich jetzt mal sagen. Also ja, danke. Also ich bin natürlich auch von den Amerikanern da inspiriert ein bisschen gewesen. Aber ja, ich wollte auch nicht komplett da so abdriften. Abdriften, weil da kannst du auch nicht mithalten, hatte ich so das Gefühl. Ne? Ja, aber einen Stil zu entwickeln ist schwierig. Also so ein richtig eigenes Stil habe ich, na gut, dieses ein bisschen Fantasy-Richtung, träumerisch sind die Fotos manchmal vielleicht aus. Lightwinkel ist halt auch oft dabei. Ne? Ja. Aber ja, es ist schwierig mit der Art von Fotos einen richtigen Stil zu haben. Ne? Ja, wobei ich finde, dass die Bearbeitung bei dir schon auch eine Rolle spielt. Ne? Also ja, wenn ich mir, das schon, ja. Wenn ich mir jetzt so Sachen anschaue, dass du da ja auch wirklich super viel Aufwand reinsteckst, wie du vorhin beim Fotografieren auch erzählt hast, mit dieser Sternengeschichte. Ja. Also da gibt es, glaube ich, jetzt nicht viele, die sich da so reinfuchsen und so einen Aufwand reinstecken, oder? Ja. Damit's, also was, mich würde mal interessieren, was ist die Intention dahinter eigentlich? Weil du könntest es ja auch mit weniger Aufwand. Ich hatte tatsächlich letzten Februar eine Ausstellung, noch gerade vor Corona. Okay. Und also meine Intention, eigentlich will ich die Fotos alle groß gedruckt haben oder nicht selber, ich habe nicht so viele Wände, aber die Möglichkeit, die groß zu drucken, dafür fotografiere ich. Und ich bin dann wirklich sehr perfektionistisch, wenn da Rauschen im Bild ist, mag ich es nicht so gern. Deshalb 40 Fotos, Stacking für die Milchstraße, konnte ich dann locker auch 90 cm drucken und habe scharfe Sterne und kein Rauschen. Also das ist so das Ziel gewesen. Und bei der Ausstellung hatte ich das Foto tatsächlich auch dabei. Dann hängen die. Das war dann wirklich auch schön, wenn du die ganzen Fotos siehst. Das waren 20 Fotos, wo du halt wirklich ganz nah hingehen kannst. Da bin ich ein bisschen, bin ich wirklich so, wenn ich ein Foto von Weitem sehe, okay, geil, aber dann gehe ich auch ganz nah mit der Nase ran. Und wenn es dann nicht standhält, dann bin ich ein bisschen enttäuscht. Das ist halt meine Art, Fotos anzuschauen. Ja, okay. Erstmal, okay, ich nehme auch gerne das ganze Foto wahr, aber ich bin dann auch wirklich jemand, der die Details sehen möchte und dann auf Entdeckungsreise geht. Wenn du dann noch Kleinigkeiten im Foto entdeckst, hier ist da noch ein Detail, ist halt super. Und das will ich halt in meinen Fotos auch. Wäre dann nicht der Schritt für dich konsequent zu sagen, okay, ich fotografiere Mittelformat? Ja, natürlich. Aber das ist dann cool, oder? Kosten und ist halt auch größer. Beim Reisen, also ich habe ja auch nur, ich habe Kamera und zwei Objektive und dann hat meine Freundin die Kamera, die dann zur Not meine Ersatzkamera ist. Okay. Soweit ist es Gott sei Dank noch nicht gekommen, müssen wir dann aushandeln, wie das funktioniert. Aber ja, ich bin da eher minimalistisch und wenn ich in die Richtung gehe, dann wäre das noch schwieriger, weil dann brauchst du auch die Premium-Linsen eigentlich und am besten Prime-Linsen. Am allerbesten. Ja, das ist dann. Das fehlt die Flexibilität. Ja, okay. Also, da ist ein Kompromiss. Aber wie gesagt, mit den Spiegelreflexkameras kriegst du ja, also mit dem Vollformat oder selbst mit den APS-C kriegst du ja mittlerweile schon eine super Bildqualität. Das stimmt. Wenn man technisch ein bisschen auf so ein paar Sachen achtet, kann man viel rausholen. Und bei mir reicht es. Also, 120 cm ist so, denke ich, das Maximum, was ich so drucke. Was du druckst, okay. 60 bis 90 ist so das meiste, auch wenn ich was verkaufe jetzt über Redbubble oder so, ist meistens so 60er Größe. Genau. Manchmal kommt eine Anfrage, ganz selten, aber kommt mal, dass jemand was ganz groß will und das kann man auch mit 50 Megapixeln jetzt bedienen. Ja. Und dann passt das. Zur Not gibt es ja auch immer noch sowas wie Topaz Gigapixel AI. Ich hab's, ja. Das ist echt gut, das muss ich sagen. Echt gut, also wenn du es nicht übertreibst. Also so Faktor 2 ist dann schon, da muss man schon danach auch wieder reingehen und dann hat er hier mal was ganz Komisches reingebaut. Halos drumherum gemacht und so. Aber wenn du jetzt nur so bis maximal, sagen wir mal, Faktor 1,5, kriegst du da echt eine super Schärfe und hast hier und da mal ein Artefakt, den kannst du aber dann manuell rausretuschieren. Mhm. Also das mache ich dann halt. Da machst du halt das einmal mit Photoshop vergrößert und das Gigapixel. Dann machst du zwei Ebenen und dann pinselst dir die paar Sachen, wo Gigapixel versagt. Also die gibt's halt noch. Das AI ist noch nicht ganz so gut. Aber die paar Sachen pinsel ich raus und dann kriegst du schon gute Ergebnisse. Mhm. Also, das ist echt geil. Also, das ist so eine Software, wo ich sage, das AI ist ganz cool. Ja, okay. Das ist ja momentan überall. Alle machen diese künstliche Intelligenz. Das ist ja das Buzzword. Mhm. Also ich denke, wenn du das in deiner Software nicht drin hast, dann geht nichts mehr so. Kannst du kein Marketing machen heutzutage. Ne? Stimmt. Aber da ist es tatsächlich sinnvoll. Ich denke auch bei so einer Rauschsoftware, denke ich, das finde ich gut. Das funktioniert schon gut, ja. Was hältst du generell so von diesem Trend? Wenn ich nur mal das so kurz anreißen darf. Es hat sich ja jetzt so... Also ich glaube, er ist ein Romantiker. Na, wo ist denn der Spaß? Also, ganz ehrlich. Ja, gerne. Also ich mache das
klar, wenn ich jetzt liefern muss, ja, und das ist auch wieder der Punkt, muss ich davon leben, will der Kunde jetzt diese 10 Fotos mit geilen Himmel und allem, dann kommst du natürlich so an den Punkt, wo du sagen musst, okay, da gibt's ja diese Software. Wobei, also wenn wir jetzt von der AI sprechen, reden eigentlich immer alle von Himmel austauschen. Ja, gut. Das kann man zum Beispiel, vorher auch schon machen. Ne? Ja, das. Und ich finde aber zum Beispiel gewisse AI-Funktionen, und da geht es jetzt gar nicht ums Himmel austauschen, sondern das automatische Maskieren von dem Himmel. Das finde ich, die Funktion finde ich schon ganz geil, wobei ehrlich gesagt. Die nie gut funktioniert. Also in meinen Bildern, also ich habe das jetzt in Photoshop ein paar Mal ausprobiert, da kannst du auch nur den Himmel auswählen. Ist gut. Hat ziemlich gut funktioniert, muss ich sagen. Hat ziemlich gut funktioniert. Auch so mit den ganzen Abstufungen dann in der Maskierung und so. Also es wird wahrscheinlich nicht bei jedem Himmel funktionieren und es hängt wahrscheinlich auch immer so ein bisschen vom Bild ab. Aber also weil immer alle vom Himmel austauschen sprechen, ja, oder Gesicht mit 2 Reglern verschönern und so, das ist ja so dieses typische, was halt auch krass vermarktet wird. Aber ich finde so manche Geschichten, also wie lange haben wir früher dran gesessen, um irgendwas, wenn wir was maskieren wollten, auszuwählen. Stimmt. Und sowas finde ich dann schon irgendwie ganz cool. Da hast du dann einfach eine Zeitersparnis. Und ja, klar, es macht es für alle einfacher. Aber für mich selber macht es halt auch den gewissen Schritt einfacher. Ja, und genau. Ich muss halt nicht ewig vorm Rechner sitzen. Genau, das stimmt. Das sind so Sachen, die finde ich schon ganz cool an der AI. Wenn man, das ist mal so eine Sache, wann ist auch es der AI so, ne? Punkt. Das ist genau der Punkt, wo du Enlargements, Rauschreduzierung, Auswahl, also dieses Handwerkszeug, was halt vor dem Kreativen kommt. Genau, ne? Also die Kreativität kommt ja eigentlich danach, nachdem du dieses Fokus-Ding und den ganzen Kram gemacht hast. Und dann, das dauert ja viel Zeit. Ja. Und wenn die Zeit verkürzt wird, hast du dann mehr Zeit für die kreative Bearbeitung. Genau. Aber die möchte ich mir dann auch nicht von der AI abnehmen lassen. Ganz genau. Das ist der Punkt. So sehe ich es auch, ja. Da muss dann schon manuell angelegt werden. Aber wäre es für dich jetzt tatsächlich, es hat sich so ein bisschen angehört, als wäre es quasi, wenn ich Geld damit verdienen muss, würde es das legitimieren? Weiß ich nicht, ob ich das könnte. Also, okay. Weil ich, bei mir gibt es so ein bisschen die Schwelle. Ich mache auch viel mit Timeblending und solche Geschichten, aber das ist dann alles da, was ich fotografiert habe an dem Abend. Also ich arbeite mit dem, was ich habe, was auch da war. Und ich weiß nicht, wie es dann wäre, wenn es Richtung dieses Kommerzielle geht, wo ich wirklich abliefern muss, ob man dann irgendwann an den Punkt kommt, wo man sagen muss, okay. Es geht jetzt halt nicht anders. Geht nicht oder? Anders, ne? Aber gut, das ist dann ja ein Kunden, den du das verkaufst. Wenn der das weiß und das ist transparent, passt das. Was ich immer schwierig finde, ist mittlerweile, wenn du irgendwie Instagram browsst und so, dann hast du Fotos, die sind alle bunt. Du weißt nicht mehr, schaut es da so aus. Ich glaube teilweise, wenn ich Locations Research mache für irgendwelche Strände oder irgendwelche Orte, dann hast du teilweise da Strände mit Bergen und allem. Und du denkst dir dann schon, okay. Und dann guckst du weiter. Fotografisch sieht das gar nicht so aus. Ich hatte für Vietnam gibt es so eine tolle, im Mukang Chai gibt es so eine Straße, die geht da durch diese Reisfelder, links und rechts die Berge. Du hast natürlich schon gesehen, dass die Berge gestreckt waren, aber teilweise waren da auch Autos auf der Straße und dann hast du gesehen, wie weit die gestreckt waren, Faktor 3. Ne? Boah. Also das war dann, so ein Auto war dann so ein Bus. Ne? Und das sah auch dann grotesk schon aus. Ja, klar. War nicht mehr schön. Aber trotzdem haben die Fotos tatsächlich sehr viele Likes. Ne? Also wenn du Likes möchtest, dann ist das natürlich viel einfacher. Ja. Das ist sowas wie früher diese HDR-Geschichte. Das hat auch unglaublich viele Likes bekommen. Ich war selber früher auch auf diesem HDR-Zug drauf. Ja, ich habe letztens diese Bilder gesehen und mir ist die Galle hochgekommen. Also irgendwie, das war. Ich hab mich immer gefragt, wie das früher funktioniert hat und wie die Leute das toll fanden. So. Also ich fand es ja selber auch toll. Ich fand es ja selber auch toll. Aber was hatten wir damals für einen Bildgeschmack? So? Das frage ich mich heute noch. Wie guck mal, ist ja in der Mode genau das Gleiche. Also ja, ich meine, natürlich. Wenn du jetzt guckst, in den 90ern, was da für Frisuren getragen wurden, dann musst du ja einen Kopf fassen heutzutage. Und wahrscheinlich in 20 Jahren finden sie alle wieder geil. Ja, aber ich muss sagen, die Halos fand ich nie toll. Also an der Stelle hat es immer HDR. Nee, aber dieses krass bunte einfach und überall Details bis zum geht nicht mehr. Also das, ja, genau. Es gab keine Schatten, es gab keine Lichter. Nee. Ja, genau, es war alles gleich. Ja, aber spannend, sehr spannend. Wenn du jetzt davon sprichst, du machst es ja nicht hauptberuflich und du musst damit kein Geld verdienen. Aber du hast natürlich trotzdem ein paar, sage ich mal, kleinere Quellen, womit du auch deine Fotos vermarktest, oder? Genau. Also das gibt's ja schon.
Genau. Also mein Ziel war mit der Fotografie immer, die Reisen zu finanzieren. Mhm. Und das schaffe ich. Und deshalb bin ich ganz zufrieden. Und ich versuche das halt einmal über Agenturen, wo ich tatsächlich Stockfotos verkaufe, aber halt nicht dieses Microstock, sondern wie nennt man es, Makrostock oder Rights Managed. Mhm. Das geht dann eher an Verlage. Das ist aber sehr stark eingebrochen in den letzten 5 Jahren. Und dann versuche ich, Prints zu verkaufen, über Redbubble zum Beispiel. Das ist eine ganz nette Plattform, ziemlich einfach, kostenlos. Und Poster Lounge habe ich ein paar. Dann halt YouTube, kommen ein paar Euro, nicht viel. Tutorials. Also insgesamt habe ich, glaube ich, so 8 kleinere Income-Streams. Ja, cool. Und wenn man die alle zusammennimmt, reicht es gerade so für die Reisen und fürs Equipment. Aber das ist doch schön. Das ist ja perfekt. Ja, genau. So muss es ja sein. Ja, genau. Genau. Vor allem, wenn es halt wirklich ein Hobby ist und eine Leidenschaft ist und man da keinen Druck hat, damit Geld zu verdienen. Ich würde jetzt mal behaupten, dass man dann sogar vielleicht die besseren Bilder macht. Also ja, wenn man halt einfach diesen Druck nicht hat, ne? Wenn man einfach sagen kann, ja okay, muss halt nicht sein und wobei man da sagen muss, es hängt auch, glaube ich, immer davon ab, wie du mit diesem Druck umgehst, ne? Also, ja, klar. Ja, ist halt logisch. Man muss sich da, glaube ich, irgendwann auch freimachen. Also selbst wenn du damit Geld verdienst. Ich denke auch, natürlich, wenn du den, du gewöhnst dich ja an diesen Druck auch. Das ist ja alles eine Gewohnheitssache, ne? Und auf jeden Fall. Je länger du es machst. Bei mir war der Wendepunkt die Weltreise 2016. Ach, sehr gut, dass du es ansprichst, da wollte ich nämlich noch drauf zu sprechen kommen. Da hatte ich tatsächlich den Druck, der mir dann auch ein bisschen am Anfang so die Reise ein bisschen mies gemacht hat, weil wir waren am Anfang über 2 Monate in Südamerika unterwegs und das war halt eine große Unbekannte und auch schwierig zu fotografieren, weil du kannst nicht überall hin wegen Sicherheit. Mhm. Du kannst in vielen Nationalparks nicht, weil die machen zu um 4 oder 5. Was? Ja, es ist oft so. In Ecuador zum Beispiel, auch in Peru. Du stehst dann da oben, das Licht wird gerade gut und dann kommt der Typ hier, ihr müsst jetzt raus. Übrigens, wir machen zu. Du denkst, das ist so seltsam. Ja, also das waren so ein paar Sachen, die dazu geführt haben. Eine Wolke habe ich, glaube ich, 2 Monate nicht gesehen. Oh Gott. Also das waren alles so Sachen und man hat halt am Anfang, malt man sich so aus, welche Fotos hätte ich gerne. Und dann geht die erste Woche, die zweite Woche, die dritte Woche. Man hat noch kein richtiges großes Foto. Also so ein Bang. Ja, so ein Portfolio-Shot. So, ja, genau. Ja. Und dann hadert man halt auch mit sich selbst. Ne? Irgendwie liegt es jetzt daran, dass man nicht gut geplant hat. Und das ist dann richtig im Kopf drinne. Und das wurde dann immer mehr. Und es kam halt auch nie das Licht. Man kann ja nichts dafür, wenn das Licht scheiße ist. Ne? Aber irgendwie denkt man sich halt doch, könnte ich vielleicht mehr machen, hätte ich das anders geplant. Das war halt ein ganz schlechte, im Kopf halt, wenn man in die Richtung geht mit den Gedanken. Aber dann ging es nach Australien und da war dann alles wieder auch easy. Man war mit dem Camper unterwegs und dann hatte ich auch mal das Licht. Dann war alles wieder gut. Aber ich habe trotzdem über die Zeit halt auch gelernt, da ein bisschen besser loszulassen. Ne? Mhm. Ja. Damals ist mir echt schwer gefallen, aber mittlerweile klappt das deutlich besser. Also wenn ich halt mal eine Woche scheiß Wetter habe, ist es so. Ne? Das hat man tatsächlich in Cornwall mal. Da war mal eine Woche, ganze Woche Küstennebel. Mhm. Kein Foto. Am letzten Morgen habe ich dann ein Foto gemacht. Das ist dann das eine Foto, war ich zufrieden. Und naja, cool. Das geht mittlerweile. Früher wäre ich da, was, nur ein Foto? Was ist das denn? Ja. Wozu mache ich das hier? Ja, muss man halt schauen. Mhm. Aber Planung wäre jetzt das Stichwort gewesen. Mhm. Mich würde nämlich super mega interessieren, wie man das macht, wenn man quasi einen normalen Job hat, auf so eine Weltreise zu gehen. Ihr wart ein halbes Jahr unterwegs, genau. Oder? Okay. Ja, also der typische Weg ist dann das Sabbatical. Mhm. Und natürlich kann man nicht überall machen. Bei mir auf Arbeit war es möglich. Also ich war der Erste, der das dann machen konnte. Cool. Und du sparst halt, ich habe 1 Jahr lang angespart, das heißt 100% gearbeitet und vom Gehalt auf, ich glaube, 75 runter. Mhm. Und hatte vorher dann schon Urlaub gespart und dann noch Überstunden. Das heißt, alles zusammen hat dann gereicht. Du kannst natürlich auch sagen, okay, ich will jetzt in einem Jahr ganz schnell ein halbes Jahr zusammenspannen, dann gehst du halt auf, genau. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, mit wie wenig kommst du aus. Das Coole ist aber dann, wenn du reist, hast du Gehalt. Ja, das ist super. Cool, ja. Das war echt super. Also das war halt auch beruhigend, jeden Monat kam das Gehalt. Ja, sehr beruhigend. Und ja, die Planung, wir wollten halt um die Welt, das heißt, kaufst du so ein Round-the-World-Ticket mal, schaust du halt, okay, wenn Südamerika und Ozeanien, diese Gegend, gab es so eine Alliance mit Qantas und so ein paar anderen Airlines. Es gibt dann, glaube ich, so 2 größere
Airline Alliances, je nachdem, in welchem Bereich du unterwegs bist, nimmst du dann eine. Und das war tatsächlich dann gar nicht so teuer. Also gar nicht so teuer, jetzt 6.000 Euro ist viel Geld, aber dafür, dass du 12 Flüge hast oder so. Die Welt, ja, schön, nicht schlecht. Wenn ich es einzeln gekauft hätte, die Flüge, wäre ich beim Doppelten gewesen. Mhm. Ja. Das ist schon krass. Und du bist auch ein bisschen flexibel. Also du hättest theoretisch auch mal hier um ein paar Tage verschieben können. Die Reihenfolge musste gleich bleiben. Also das war die Vorgabe, also die Segmente. Ja. Die musst du am Anfang festlegen. Aber dann hätte kannst du zwischendurch von den Daten her verschieben. Das ist cool. Haben wir nicht gemacht, ne? Aber. Nö, aber ist ja, also dann hast du ja eigentlich alle Möglichkeiten, ne? Das ist schon cool. Also. Passt es denn so von dem zeitlichen Ablauf her? Also von der Reihenfolge her der Kontinente und Länder, dass das von den Jahreszeiten dann immer gepasst hat, fotografisch? Ja, gut. Es ist immer ein Kompromiss. Also wir haben in Südamerika angefangen im September. Das war dann für Galapagos, glaube ich, ganz gut. Also ich weiß jetzt gar nicht mehr. Ja. Also von der Reisezeit war es okay. Wir sind dummerweise dann in Australien, Neuseeland, war es der Sommer. Da wäre es cooler gewesen, eher so den Herbst. Also es nicht ganz so heiß ist. Ne? Aber ganz schlecht war es eigentlich mit Asien. Da war man nämlich im Winter. Da hast du dann nicht die Reisfelder und alles, wie du es dir vorstellst. Ja. Dieses richtig grüne, die Hänge, da ist alles nur braun. Okay. Aber ja, irgendwo hapert es dann immer. Na ja, klar. Also wenn musst du wirklich ein Jahr reisen, glaube ich, und dann viel länger einplanen, weil dann kannst du es, denke ich, ganz gut legen. Wie habt ihr das dann, also ich stelle es mir irgendwie krass vor, wenn man jetzt so Backpacking macht, dann noch das ganze Kameraequipment da mitzuschleppen? Ja, der Rucksack hinten und einen vorne. Ach, aber, tatsächlich, okay. Aber wir sind nicht ganz so Backpacker. Also wir haben schon unser Hotel vorher gebucht. Okay, okay. Und dann oft direkt ein Taxi zum Hotel organisiert. Weil die richtigen Backpacker, die haben wir auch getroffen, das sind dann die sitzen mit uns im gleichen Bus, die kommen im gleichen Ort an, die kommen im Ort an und fangen dann an, ein Hotel zu suchen. Okay. Ich kam ja am Tag vorher schon das Hotel. Weil ich weiß, ganz ja, so spontan muss es nicht sein. Ja, oder manche Hotels in Südamerika vor allem, die habe ich tatsächlich vorher schon alle über Booking gebucht. Mhm. Einfach mal, um halt auch sicher zu gehen, dass das Hotels sind, wo man auch mal die Kamera lassen kann. Nicht, dass da was wegkommt, so, ne? Weil wenn du in Europa unterwegs bist, lässt die Kamera eigentlich nicht im Hotel, die nimmst du mit, weil es sicherer am Mann. Ja. In Südamerika ist es teilweise vielleicht sogar mal besser, die irgendwo zu lassen, wenn du abends wohnst. Gerade so in Brasilien oder so, ne? Ja gut, da waren wir nicht. Aber ich habe mich nie unsicher gefühlt. Also es gab auch nie irgendwie blöde Situationen in die Richtung? Nee, also es gab mal so Situationen, wo du mal gedacht hast, okay, wo fahren die jetzt hin? Wo du halt nach Sonnenuntergang dann unterwegs warst mit einem Taxi, wo der Weg nicht so klar war, aber es hat dann schon gepasst. Okay. Ne? Ein paar Brocken Spanisch konnte man sich verständigen. Und also es war nie so eine prekäre Situation, wo ich gedacht habe, oh, jetzt müssen wir aber aufpassen. Ja. Ne? Ja. Okay. Aber man hat trotzdem ein bisschen, man gibt mehr Acht. Ne? Mhm. Man schaut mehr, auch als ich in La Paz fotografieren war. Das war oben in El Alto und El Alto ist eher so die Gegend in La Paz, die ja ein bisschen ärmer ist. Mhm. Und da musst du halt zum Sonnenuntergang hin. Da kannst du mit so einer Gondel hochfahren und dann läufst du dann noch so zu dem Fotospot circa einen Kilometer durch El Alto. Und das haben wir ja uns bei Tag halt angeschaut. Das war halt auch wichtig in Südamerika. Ich habe mir immer das vorher angeschaut. Und ja, da habe ich mich dann entschieden, das muss vielleicht nicht sein. Ja, okay. Und dann haben wir uns tatsächlich für $50 ein Taxi organisiert. Der hat die ganze Zeit gewartet. Der ist mit uns 4 Stunden rumgefahren, hat dann die ganze Zeit da geparkt. Das ist auch cool. Das war mir es dann aber auch wert, weil. Ja, klar. Ja, und ich meine, $50, es geht ja noch, oder? Ja, also. Man hätte auch tatsächlich irgendwas Billigeres kriegen können, aber das war dann immer, ich habe es dann übers Hotel organisieren lassen. Da wollte ich dann an der Stelle nicht sparen. Ja. Das war mir. Sicherheit geht ja auch immer ein bisschen vor. Ja, also. Du wirst sicherlich Fotografen finden, die da rumgelaufen sind, kein Problem hatten. Aber ja, ich habe halt gedacht, auch mit meiner Freundin dabei, es ist vielleicht entspannter, wenn wir dann nicht nachts noch mit der Kamera erst da wieder hochlaufen, dann runterfahren, dann unten ein Taxi. Ja, du musst dann ein bisschen schauen. Schon, ja, der Sicherheit und Reisekomfort geht da schon vor. Ja, ich bin auch ein bisschen verwöhnt dann manchmal. Okay. Kannst du so im Nachgang so eine Weltreise empfehlen? Auf jeden Fall, also wenn man die Möglichkeit hat. Es ist einfach auch mal was ganz anderes. Normal, so eine typische Reise, vielleicht 2 bis 4 Wochen.
Es braucht immer erstmal eine Woche oder so, bis man abschaltet. Gerade wenn man einen Hauptberuf hat, der nicht direkt die Fotografie ist, ne, dann bis du da erstmal rauskommst und in dem Modus bist, du jetzt fotografieren, da ist die Reise schon fast wieder rum. Und bei der Weltreise war es tatsächlich so, irgendwann der Start war so weit weg und das Ende war so weit weg, dass du wirklich einfach nur noch, ne? Ja, also dann war nur noch das Reisen. Vor allem in Australien, das war dann halt super, weil du da bist du so auch flexibel. Ne? Aber gab es denn zwischendurch auch mal so einen Punkt, wo du gesagt hast, boah, jetzt habe ich so einen Hänger, jetzt habe ich keinen Bock mehr, ich will eigentlich nach Hause oder habe jetzt auch gerade keine Lust zu fotografieren? Ja, oder? Ja, das war wie gesagt am Anfang, als wir in La Paz angekommen sind. Das war so die Phase, wo ich auch noch kaum Fotos hatte. Dann musste ich mir das Malarone-Medikament 2 Wochen geben. Das bringt dann auch ein bisschen runter. Oh ja, stimmt. Da ist man nicht gut beieinander, ne? Ja. Nee, meine Freundin hat auch zu mir gemeint, da war es da irgendwie komisch. Ja, also ich war dann irgendwie so, ich bin ja nochmal eher positiv und alles, aber da war ich dann auch so, oh nee, was so antriebslos tatsächlich, was ich gar nicht so kenne. Und also ich schieb's jetzt mal auf das Medikament ein bisschen mit. Ja. Und natürlich auch die Frustration von den ganzen Fotoshoots, die nicht geklappt haben vorher. Okay. Genau. Wie ist es generell nach so Trips? Also wenn du quasi einen normalen Job hast, dann hast du jetzt meinetwegen mal 10 Tage Urlaub, fährst ins Ausland, kommst zurück und gehst wahrscheinlich gleich wieder arbeiten. Am nächsten Tag. Also, eine Weltreise bin ich zurückgekommen an einem Samstag und am Montag bin ich auf Arbeit. Alter Vater, ey. Ja. Wie machst du das? Also mir geht's oft so, dass ich nach einem 2 Wochen Foto drüber erstmal eine Woche Urlaub brauche. Ja, ne? Ich habe halt auch gedacht, eigentlich müsste man ja eine Woche früher nach Deutschland, damit man... Aber warum? Die Woche bleibe ich doch lieber auf einer Insel. Ja, eigentlich schon, ja. Gut, das stimmt, ja. Na? Ja, das kenne ich aber auch mit dem danach Urlaub machen. Und dann kommen so Kommentare von den Bekannten dann, du warst doch gerade weg, warum brauchst du denn jetzt Pause? Ja. Das bringt mich immer total auf die Palme. Ja. Da heißt, ja, schön, Urlaubsfotos hast du gemacht. Ja, genau, du bist doch so auf dem Urlaub. Arschlecken, Alter, ich verdiene damit mein Geld. Ja, ja. Ja, also das schaffst du irgendwie da. Ja, es ist immer frustrierend, weil du dann die Fotos nicht gleich sichten kannst und alles. Ne? Die kommen dann abends schnell noch auf die Festplatte und dann liegen die da erstmal. Was auch manchmal ganz gut ist, weil dann hast du ein bisschen Abstand, bis du die dann bearbeitest. Aber ist meistens gar nicht so schlecht. Ne? Ja, also früher habe ich oft gleich versucht zu bearbeiten. Mittlerweile lasse ich die auch gerne mal ein paar Monate liegen. Mhm. Also es gibt immer so ein paar Fotos, wo du weißt, ja, das ist auf jeden Fall, ne, das muss jetzt raus. Aber ein paar Fotos, wenn du die nach 2-3 Monaten mal anschaust, haben die eine ganz andere Wirkung plötzlich. Ne? Es ist aber auch oft so, dass ich die Fotos, die ich dann so nach Monaten oder Jahren wieder entdecke, finde ich dann im ersten Moment eigentlich gar nicht gut. Mhm. Und dann schaut man sie sich nach einem 3 Monate oder 4 Monate wieder an und dann ist es irgendwie ganz cool. Ne? Also, ja, das stimmt. Lässt du dann gleich Aufnahmen, die du gar nicht so toll findest eigentlich? Oder behältst du das erstmal alles so sicherheitshalber auf der Spur? Also ich gehe nach der Reise direkt dann, also nicht direkt, aber so in der Woche durch, da werden so 25% direkt gelöscht. Mhm. Und dann über Monate hinweg immer wieder, wenn ich drüber gehe, lösche ich. Am Ende bleibt von der Reise ungefähr ein Drittel übrig vielleicht. Okay, ist aber immer noch ein guter Schnitt. Ja, aber die bearbeite ich auch nicht alle. Ne? Okay. Das heißt, gut, wenn ich 10 Fotos habe von der Reise, dann heißt das dann, sind das pro Foto 30, 40 Fotos. Ja. Ne? Ja, also es wird sehr viel gelöscht, dann immer mehr. Also ich gehe dann auch Jahre zurück, dann lösche ich noch mehr. Mhm. Also es ist einfach immer mal wieder übers Archiv, weil ich habe, wie viel Terabyte? Ich habe, glaube ich, immer noch nur 2,5 Terabyte Fotos. Oder okay. Zwei, also mit den bearbeiteten. Mhm. Das heißt, wenn ich die alle aufgehoben hätte und wirklich alles aufheben würde, hätte ich jetzt schon 10, 20 wahrscheinlich. Ne? Ja, und ich mag Ordnung, alles weglöschen, was ich eh weiß, das werde ich nie bearbeiten. Ja, und wenn du nach Jahren feststellst, so dieses Foto habe ich jetzt in den letzten 3 Jahren auch nicht mehr angeschaut dann oder bearbeitet, dann kommt es. Genau, das weiß ich. Zum Beispiel mit Neuseeland, da war ich 2-mal. Das heißt, als ich beim 2. Mal dann im Tongariro war, wusste ich, okay, die ersten, das war das Wetter eh scheiße, also die können jetzt wirklich weg, weil jetzt habe ich es tatsächlich bei richtigem Licht. Ja. Genau. Und auch bei anderen Gegenden, wenn ich nochmal da war, hatte dann die Möglichkeit, bei gutem Licht das zu fotografieren, dann weiß ich, okay, die anderen Fotos können jetzt weg. Ja, vollkommen verständlich. Ich bin da, also ich kann es kaum 100% nachvollziehen. Trotzdem sieht es bei mir in der Praxis komplett anders aus. Also ich lösche diese Fotos. Die lungern einfach irgendwo in Lightroom rum und
Tatsächlich gibt es aber, jetzt gerade in der Corona-Zeit hatte ich öfter mal den Fall, dass ich wirklich mal so ein alte Fotoordner reingegangen bin und dann irgendwo noch so Bilder gefunden habe. Das sieht ja eigentlich ganz gut aus. Also warum habe ich das damals nicht auch bearbeitet? Und dann hat man doch noch mal so ein paar alte Schätze irgendwie gefunden. Aber ich kann deinen Ansatz sehr, sehr gut nachvollziehen. Ja, ich meine, im Zweifel lasse ich es auch auf der Festplatte. Ja. Aber es gibt halt viele Fotos, die einfach weg müssen. Mhm. Also, ja. Die paar Fotos, die auf der Homepage landen, das sind sehr, sehr wenige. Ja. Um jetzt mal hier so einen kleinen Break zu machen, wir werden gleich noch den Community-Part mit euch machen. Das heißt, ihr habt ja wieder Bilder eingesendet, die wir gleich noch gemeinsam besprechen werden. Das heißt, da gibt es auch da ein bisschen Kritik, positiv wie auch negativ, je nachdem. Schauen wir uns gleich an. Und ich möchte vorher nochmal darauf hinweisen, dass es ja die Möglichkeit gibt, unseren Podcast auch zu unterstützen. Und zwar über die Plattform Patreon. Dort könnt ihr uns monetär unterstützen. Da gibt es dann verschiedene Level, so heißt es dort. Je nachdem, wie viel ihr uns quasi monatlich geben wollt. Weil so eine Podcast-Folge kostet doch eine ganze Menge. Wir sind ungefähr bei 800 Euro pro Folge an Kosten. Und wir probieren vielleicht irgendwann daraus ein Plus-Minus-Null-Geschäft zu machen. Aber wenn ihr uns unterstützt, gibt es natürlich auch ein paar Specials für euch. Und zwar, wenn ihr Gold-Patreon werdet, dann gibt es nämlich von dir in dieser Folge eine coole Verlosung, denn du hast ein komplettes Bildbearbeitungs-Tutorial-Bundle erstellt. Ja. Das ist zwar auf Englisch, aber es ist gut verständlich. Ne? Ja. Also vor allem, man hat es ja auch visuell, also das sollte eigentlich kein Problem sein. Das hat einen Wert von insgesamt? $85 im Moment. $85. Also ihr seht, wenn ihr 9 Euro für Patreon und für uns quasi spendet, dann habt ihr die Möglichkeit, $85 zu gewinnen. Und es gibt auch noch ein weiteres Special. Dafür müsst ihr sogar nur Silver Patreon sein. Dann gibt es noch ein kleines extra Bildbearbeitungsvideo. Und zwar machen wir das Ganze auf Deutsch. Da werden wir mal schauen, dass wir das Foto, was wir gerade eben fotografiert haben, dass du das da mal so ein bisschen... Ich hoffe, es ist gut genug. Ja, na klar, auf jeden Fall. Also was ich auf der Kamera gesehen habe, war es sehr gut. Schauen wir mal. Aber wie gesagt, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann gibt es auf jeden Fall diese Specials dann noch mit dazu. Wir würden uns natürlich sehr freuen, denn es gibt auch einmal im Jahr, werden wir das Ganze dann noch spenden. Und zwar 10% aller Einnahmen, die wir über Patreon machen, werden wir am Jahresende, müssen wir mal gucken, ob an eine Organisation oder an verschiedene Organisationen spenden, damit die Umwelt vielleicht ein bisschen besser gemacht wird, damit wir vielleicht ein paar Tiere schützen können, wie auch immer. Da werden wir uns dann noch was raussuchen und das Ganze natürlich dann auch mit euch teilen. Okay, auf zur Bildbesprechung. Ich habe jetzt hier mal das erste Bild rausgesucht und hier gleich mit Polarlichtern. Du kannst das gerne mal nehmen. Guck es dir mal genauer an. Oh, sehr schick. Und sagt ruhig was dazu, wenn euch sowohl Positives als auch Negatives. Ich denke mal, das Feedback ist auf jeden Fall erwünscht. Also was ich ziemlich geil finde, ist natürlich, ich selber habe noch nie Polarlichter fotografiert, aber das ist hier tatsächlich richtig schön eingefangen, auch mit der Spiegelung. Und die Farbbalance, also du hast hier das warme Licht von den Häusern, dann ein bisschen bläulich unten in der Spiegelung und dann das Grün. Also ich finde das super belichtet auch. Die Details. Das stimmt, ja. Also, die Belichtungszeit ist perfekt, ne? Ja. Ist auch nicht so hell, also es wirkt wie ein Nachtfoto. Also nicht so übertrieben. Mhm. Gefällt mir richtig gut. Das könnte jetzt für meinen Geschmack, du könntest vielleicht am Himmel tatsächlich noch ein Ticken blauer sein. Ja. Ja, also hier im Himmel oben wirkt es leicht gräulich zum Rand. Also das könnte man vielleicht ein bisschen von der Farbe ein bisschen blau geben. Unten der Spiegelung ist fast besser, das ist so schön blau. Genau, ne? Ja, genau. Wenn es so oben im Himmel auch wäre. Aber ich finde es richtig cool. Also es wirkt auch so ruhig, dadurch, dass das so eine klare Spiegelung ist. Ja. Fast wie ein Gemälde, ne? Ja. Cool. Würde ich auf jeden Fall auch gerne mal fotografieren. Ab nach Norwegen mit dir. Das könnte wahrscheinlich auch irgendwie Lofoten oder irgendwie die Gegend sein. Nee, ist eine richtig schöne Stimmung. Ja. Schönes Foto. Ja. Okay, gehen wir mal gleich weiter. Schauen wir mal. Das hier ist auch ein sehr schönes Bild. Das gefällt mir gut. Da war ich gleich. Weißt du, wo das ist? Oder warte mal. Ja, ja. Wo ist denn das? Ist ein Bild von dir? Nee, aber der Morgen kommt mir auch bekannt vor. Also ich glaube, ich stand da oben. Nee, keine Ahnung. Also das ist da unten ja der Walchensee. Ah, ja. Genau. Ich weiß jetzt gar nicht, wie der Berg heißt, aber ich war... Ja, ich... Ja. Laura hat es damals gesagt, als wir da waren. Jedenfalls
Ich war auch da oben. Ich weiß nicht sogar, ich hatte den gleichen Himmel. Also vielleicht sieht es da auch immer so aus. Aber ich habe dummerweise nicht so eine schöne Komposition gefunden, weil das finde ich hier, weil ich da oben war und weil ich ein deutlich schlechteres Bild gemacht habe, muss ich sagen, was ich hier richtig geil finde, ist hier der Vordergrund, wie die Steine so da rein leiten ins Bild und dann so ein bisschen im Bogen da um den Hügel gehen. Habe ich einen ganz kleinen Kritikpunkt. Ja, und zwar würde ich das Bild ich hätte die Kamera entweder ein Stückchen weiter zurückgenommen oder ein kleines bisschen nach unten gekippt, weil der erste Stein tatsächlich sehr eng am Bildrand ist. Ne? Also dem hätte ich ein bisschen mehr Platz gegeben. Ja. Aber ich hätte ehrlich gesagt, ich glaube, ich wäre weiter zurückgegangen, weil der Himmel ansonsten auch zu wenig gewesen wäre. Dann hättest du oben wieder zu wenig Himmel gehabt. Ja. Der ist schon, vielleicht so 30 Zentimeter weiter nach hinten hätten wahrscheinlich ausgereicht. Ja. Also was hier auf jeden Fall gut ist, wenn man weiter oben ist, hat man sehr viel nur Bäume auf der linken Seite. Das ist hier schön ausbalanciert. Also auch hier mit den Bäumen auf der rechten Seite. Und die Sonne halt super. Also hier passt es super, dass die mittig ist. Ja. Ist auch sehr schönes Licht auf den Steinen und so. Also ich bin ein bisschen neidisch auf das Foto. Also ich könnte mir sogar vorstellen, dass... Es ist auch qualitativ saugut gemacht, ne? Ja, also ist echt gut gemacht. Richtig gut gemacht. Vielleicht weiß ich sogar, wer es gemacht hat. Ja. Also falls das derselbe Tag war. Was ist das für eine Vermutung? Wer würdest du sagen? Mir fällt der Name jetzt nicht ein. Okay. Aber ich habe auf jeden Fall... Wir waren zu zweit oben, haben dann einen anderen Fotografen kennengelernt. Wow. Also die Lichtstimmung ist natürlich Bombe. Also sowas wünscht man sich immer. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist, du hast auf der linken Seite da die Klippen, die sind ein sehr dunkler Bereich. Und ich stelle mir bei Bildern bei der Komposition das immer so vor wie eine Waage. Ich packe da hier links was drauf, rechts was drauf. Und es kippt für mich vom Gewicht her ist sehr viel links. Auch hier dieser Split Rock, ist das ein... Die Hasenohren. Ist das ein Neuseeland? Ich weiß nicht, aber also es ist mehr auf der linken Seite als auf der rechten Seite. Ja. Also die Sonne ist auch ein bisschen links von der Mitte. Das heißt, hier hätte ich versucht, ein bisschen vielleicht die Dynamik so reinzubringen, die Sonne vielleicht ein bisschen mehr auf die rechte Seite, um ein Gegengewicht zu erzeugen zu den Felsen. Mhm. Aber das Licht ist natürlich der Wahnsinn. Und ich finde auch, die Belichtungszeit ist auch gut. Also man hat hier vorne so einen kleinen Splash. Mhm. Das ist ziemlich cool. Also ist auch super von... Ist nicht zu dunkel, also sauber bearbeitet. Ich finde auch den Vordergrund, also wie die Linien laufen, finde ich grundsätzlich schon schön, aber mir ist es tatsächlich auch ein bisschen zu schwer nach links. Ja, das stimmt. Ja. Ich weiß natürlich nicht, was da noch für Möglichkeiten waren. Mhm. Also ob man da noch hätte nach links gehen können oder nach rechts irgendwie. Ist halt immer schwierig, ne? Aber klar. Auf jeden Fall ist ein schönes Bild. Also. Sehr schön. Die cool. Stimmung knallt, okay, dann gucken wir uns noch die an. Wir haben jetzt ein paar rausgesucht, die auch über den Hashtag. Genau, wir haben ja jetzt diesen Hashtag eingeführt. In Zukunft werden wir das, denke ich mal, auch nur noch darüber machen. Wir hatten jetzt natürlich auch noch ein paar Einsendungen über E-Mail. Aber in Zukunft lassen wir das über den Hashtag laufen. Und über den Hashtag ist natürlich auch schon eine ganze Menge reingekommen. Deswegen gucken wir jetzt da auch noch mal rein. Genau. Guck einfach gleich mal hier. Wow. Der Vordergrund ist cool. Also wie er so rein zeigt. Und hier finde ich es von der Balance ganz gut. Die Sonne ist ein bisschen links und auf der rechten Seite hast du natürlich wieder so einen dunklen Bereich, aber du hast dadurch eine gewisse Balance hier. Mal reinzoomen. Okay, zoom mal rein. Mal gucken. Ja. Der Sonnenstern ist auch super, super sauber. Es ist wahrscheinlich auch die klare Luft und der Himmel schön dramatisch. Bin mir noch nicht sicher mit der Belichtungszeit, ob man da vielleicht ein bisschen länger die Spiegelung hätte noch ein bisschen besser rauskriegen können. Es wirkt sehr rough so, ne? Ja, also es ist dadurch sehr, sehr viele Details. Also der Vordergrund ist sehr detailreich, das Wasser sehr detailreich. Aber man muss auch sagen, es passt gut zusammen. Aber hier finde ich es manchmal ganz schön, wenn man da so ein bisschen Bude. Kontrast hat. Mhm. Also hier hätte es vielleicht mit einer längeren Belichtungszeit fürs Wasser auch ganz gut ausgesehen. Ja. Mein Kritikpunkt wäre da, dass es mir insgesamt ein bisschen zu kontrastig ist. Also vielleicht die Clarity ein Stückchen zu hoch. Es geht schon fast so ein bisschen in Richtung HDR. Dadurch wirkt es, es ist ein super geiles Bild, aber es wirkt so krass überladen, dadurch, dass so viel Mikrokontrast in dem Bild sind. Ja. Wenn überall Kontraste sind, ist halt auch die Blickführung schwierig. Also man kann Kontraste ganz gut nutzen. Da, wo die Kontraste halt stärker sind, geht das Auge hin. Und damit kann man dann den Betrachter durchs Bild führen. Und hier hast du halt, dadurch, dass halt auch das Wasser wellig ist, sind da auch wieder viele Kontraste. Genau. Ne?
Ja, dadurch ist ein bisschen viel, aber ist auf jeden Fall von der Komposition finde ich es ziemlich cool, wie die Vordergrundfelsen ins Bild leiten. Ja. Cool. Sehr cool, okay. Machen wir eins. Ins Weite. Zack. Ah, super Lichtstimmung. Also, vielleicht willst du es quer nehmen, ja, und dann zoomen wir ein bisschen rein oder so? Oh! Okay. Noch kleiner, warte mal. Ich zoome selber. Okay. Also, super coole Lichtstimmung. Auch von Farben, also dieses warm Blau finde ich ziemlich cool. Was mich ein bisschen stört, ist, glaube ich, man musste hier wahrscheinlich von der Perspektive ein bisschen nach unten fotografieren und dadurch fallen die Bäume ein bisschen so nach außen, also dieses Keystoning. Obwohl, das kann auch täuschen hier, das sieht man dem Kleinen nicht. Also, falls es nicht so ist, dann korrigiert mich. Also, kann auch dadurch täuschen, dass die Bäume hier an der einen Seite ein bisschen schwarz sind. Also ich finde es auf jeden Fall eine coole Weitsicht. Beim Vordergrund stört mich nur ein bisschen, dass hier der Schnee hier an der Seite, der endet hier genau, im Dunkeln. Da hätte es vielleicht funktioniert, wenn man vielleicht ein bisschen tiefer, ein bisschen näher rangehen konnte, ohne runterzufallen am besten. Ich weiß nicht. Aber das ist das Einzige, was mich hier ein bisschen stört, dass der Vordergrund nach links so abfällt ins Dunkel. Ja. Ja, stimmt. Mhm. Aber es ist natürlich auch immer schwer, man weiß nicht, wie es vor Ort dann wie es da genau ausgesehen ist, ja, hat, ob es Möglichkeiten gab. Aber ja, ich habe da lieber so einen sauberen Abschluss. Aber die Stimmung ist auch mal wieder genial. Die Stimmung ist Hammer, ja. Hätten wir heute gebraucht. Definitiv. Ja. Vielleicht tut es sich ja noch. Nee. Schauen wir mal. Glauben. Ja. Okay, und dann hätte ich hier jetzt noch ein letztes, ein Wasserfallfoto. Oh ja, Wasserfälle. Das ist auch eine Leidenschaft von mir. Der Vordergrund mit dem Blatt kommt cool, auch wenn es vermutlich platziert ist, aber es ist vorhanden. Ja. Okay, ja. Aber ich finde es gut, weil dadurch hat mal der Vordergrund ist ziemlich braun durch die ganzen Steine. Dadurch, dass jetzt da noch so ein grüner Farbplex ist, finde ich ganz gut, weil er das ein bisschen aufbricht. Ups. Was mich ein bisschen stört von der Perspektive, hätte man den Wasserfall vielleicht ein bisschen mehr in die Mitte rücken können. Und auch den Stein durchaus, also wenn man ein bisschen nach links gegangen wäre, weil ich auf der linken Seite ist der Hügel, das ist sehr viel braun und der wirkt ein bisschen dominanter. Es ist ein bisschen Negative Space, sagt man da. Also der Wasserfall ist ja offensichtlich das Hauptmotiv, also den ruhig auch mal mehr in die Mitte rücken. Das hätte ich jetzt hier nur als Kritikpunkt. Von der Belichtungszeit finde ich es ganz cool, es ist noch genug Detail im Wasserfall. Passiert ja auch oft, wenn man zu lang macht, ist gar nichts mehr übrig an Details. Ich glaube, es ist nur so weiße Pampe, ne? Ja. Also, das ist ganz cool, auch im Vordergrund, wie das Wasser so um die Steine fließt. Aber auch der Stein ein bisschen mehr Platz. Also, man hätte vielleicht mit der Kamera ein Stück mehr nach links gehen können. Ja. Dann drückt auch der Wasserfall ein bisschen zentraler, ja. Generell würde mir jetzt auch hier noch auffallen, ist es mir, dadurch, dass man so viel braun und so seltsam gelbliche Grüntöne hat, ist es mir auch wieder fast ein bisschen zu hart bearbeitet. Also es könnte ein bisschen softer wirken. Es ist sehr viel Klarheit, glaube ich, auch drin, würde ich jetzt mal behaupten. Also da finde ich es eigentlich immer fast schöner, wenn man ein bisschen Details reduziert und das einfach ein bisschen, ja, vielleicht mystischer oder so aussehen lässt. Ja, gut. Ist auch bei den Kleinen immer, wenn man da für Web schärft, ne? Ja, klar, das stimmt. Komplett, das stimmt. Alles sehr detailliert und scharf, ne? Das was stimmt. Dann im Großen eigentlich gar nicht mehr so ist. Also schwer zu beurteilen. Wo es mir halt immer auffällt, wenn ich jetzt zum Beispiel an so einen Baum rangehe, dann sieht der immer seltsam platt aus, wenn das so leicht überschärft oder so mikrokontrastig ist. Und das mag ich oder gefällt mir oft nicht, weil da habe ich dann lieber schön knackiges Schwarz irgendwo so, ja. Auf jeden Fall sehr, sehr coole Bilder. Vielen Dank an dieser Stelle, dass ihr wieder so fleißig eingesendet habt. Und es ist doch relativ kalt jetzt wieder geworden. Wieder mal. Der Wind ist auch ein bisschen hochgekommen. Also ich hoffe mal, dass das vom Audio noch einigermaßen funktioniert hat. Müssen wir mal gucken. Nichtsdestotrotz, Michael, vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du dir auch so spontan Zeit genommen hast. Man muss ja dazu sagen, ich glaube, wir haben vor, wann hast du? Letzte Woche, ne? Freitag, ne? Ja, genau. Freitag, heute ist Dienstag. Ja, also danke, dass du so spontan Zeit hattest und war eine sehr, sehr coole Folge mal wieder. Schönes Gespräch. War ein sehr schönes Einblick. Gespräch. Hat Spaß gemacht. Schön. War eine gute Ausrede für mich, mal einen Urlaubstag zu machen. Auch spontan zu sagen, ja komm, letzter Schneetag, vermutlich cool. Für ein paar Wochen. Ja. Vielleicht ein Jahr. Ja. Man weiß es nicht. Nee, war echt cool. Ja.
Euch auch danke fürs Zuschauen, dass ihr wieder so lange durchgehalten habt. Das geht ja doch immer eine ganze Weile, aber es ist eigentlich immer eine ganz schöne Lektüre so für einen Sonntagabend oder so. Auf der Couch kann man das ganz gut machen. Genau. Ja, Felix, dein letzter Satz. Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Und auf Apple Podcast und auf Spotify vorbeischauen und dort auch bei Apple Podcast zumindest eine Bewertung da lassen. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ja, ich habe alles gesagt. Danke fürs Zuschauen. Wir gehen uns jetzt aufwärmen. Ciao. Bis bald. Ciao. Oh, leck. Oh, Mann, ey. Hat man nicht gehört, ist aber egal. Zu einer weiteren Folge. Jetzt habt ihr mich voll aus dem Konzept gebracht. Oh, oh.